Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 110 von Elder Scrolls Lore. Und in diesem Video geht es um General Tullius und Legat Ricke. Bereits in der allerersten Folge dieser Lore-Reihe haben wir über Ulfric Sturmmantel gesprochen, den Anführer der Rebellion in Himmelsrand. Und nun ist es an der Zeit, dass wir uns die Anführer der anderen Seite dieses Konflikts ansehen. In Skyrim treffen wir zum ersten Mal in Helgen auf General Tullius, bereits ganz zu Anfang des Spiels. Dort steht dieser bereit, um der Hinrichtung des Rebellenführers Ulfric Sturmmantel beizuwohnen, in die auch der Spieler hineingeraten ist. Dort ist er zusammen mit der Talmor-Diplomatin Elewen zu sehen. Die Hinrichtung wird allerdings durch den Angriff von Alduin unterbrochen, wodurch sowohl Ulfric wie auch der Spieler entkommen können. Aber auch General Tullius und Elewen entgehen dem Angriff. Über die Herkunft und Vergangenheit von Tullius ist nun leider wenig bekannt. Als Kaiserlicher stammte er natürlich aus Cyrodiil. Wann und wie er aber der Kaiserlichen Legion beitrat, ist unbekannt. Auch welche Leistungen er während seines Dienstes vollbrachte und wie er zum General aufstieg, ist nicht bekannt. Nach Himmelsrand wurde er allerdings speziell geschickt, um die Rebellion der Sturmmäntel zu beenden. Allerdings wurde die Entscheidung des Kaisers, General Tullius zu schicken, kritisiert, da Tullius wenig von den Bedingungen in Himmelsrand weiß, ebenso wie von der Kultur und Geschichte der Nord, an der er auch nur ein begrenztes Interesse zu haben scheint. Dennoch ist General Tullius aber ein sehr gewissenhafter Anführer, der den vom Kaiser auf ihn übertragenen Befehl mit aller Kraft ausführt. Und er sieht die Nord von Himmelsrand auch als Bürger des Kaiserreichs an und verteidigt sie als solche. Dies zeigt sich auch bei Alduins Angriff auf Helgen. Während Ulfric und die Sturmmäntel die Gelegenheit nutzen, um zu fliehen, sorgt sich Tullius weniger um seinen gefangenen Widersacher, sondern vielmehr um die Bewohner der Stadt. Der General organisiert eine behelfsmäßige Verteidigung gegen den Drachen und versucht, so viele Bewohner von Helgen wie möglich in Sicherheit zu bringen. Weiterhin ist Tullius alles andere als ein Freund der Talmor. Und auch dem Weißgold-Konkordat und dessen niederdrückenden Bedingungen für das Kaiserreich steht er stark ablehnend gegenüber. In dieser Meinung sind sich Ulfric und Tullius wohl sogar recht einig, vor allem was den Altmeribund und die Talmor angeht. Allerdings ist Tullius dem Kaiserreich und dem Befehl des Kaisers treu und somit auch an das Weißgold-Konkordat gebunden. Hierzu kommt noch sein Unverständnis für die Nord, vor allem warum Talos derart wichtig für sie ist, was eine friedliche Lösung der Rebellion erschwert. Letztlich war es General Tullius' Befehl, Himmelsrand zu befrieden und den Aufstand zu beenden, und genau dafür setzt sich Tullius mit allem ein, koste es, was es wolle, den Auftrag des Kaisers zu erfüllen. Zur Seite steht ihm dabei Legatin Ricke. Als Nord kennt sie die Begebenheiten in Himmelsrand hervorragend und kann so das fehlende Wissen des Generals ausgleichen. Ihr sind Landschaft, Witterung und nicht zuletzt die Bewohner ihrer Heimat gut bekannt, was alles enorm wichtiges Wissen für die Durchführung einer erfolgreichen Militärkampagne ist. So ist Legatin Ricke für General Tullius eine unerlässliche Beraterin, ohne die die Legion in Himmelsrand nur geringen Erfolg haben könnte. Auch gibt sie die Befehle des Generals an die Soldaten weiter und organisiert und führt viele Aktionen direkt an. Geboren und aufgewachsen ist Ricke in Himmelsrand. Bereits ihre Eltern dienten aber schon als Legionäre des Kaiserreichs und sie folgte dieser Familientradition. In der Kaiserlichen Legion kämpfte sie in mehreren Konflikten, unter anderem auch im Großen Krieg. Hier marschierte sie in der Armee von General Jona von Himmelsrand aus nach Cyrodiil und gehörte zu jenen, die die Kaiserstadt von den Talmor zurückeroberten. Dabei kämpfte sie auch Seite an Seite mit vielen der späteren Sturmmäntel. So etwa auch mit Galmar Steinfaust, der später zum engsten Berater von Ulfric werden sollte. Ricke kannte daher viele der Rebellen gut und war sogar einst mit einigen von diesen befreundet. Sie blieb aber dem Kaiserreich treu. Sie kam zur Überzeugung, dass Ulfric ein selbstgerechter und egoistischer Anführer sei und seine Rebellion für Himmelsrand eine kurzsichtige Politik war. Ricke war aber keineswegs ein Freund der Talmor. Sie verabscheute diese und den Altmeribund ebenso wie Ulfric und jeder Sturmmantel. Zudem verehrte Ricke auch weiterhin Talos, wenngleich auch im Verborgenen. So spricht sie vor größeren Kämpfen stets ein kurzes Gebet an Talos. Anders als Ulfric und die Sturmmäntel sah Legatin Ricke allerdings im Kaiserreich die beste Chance für Himmelsrand und die Völker der Menschen gegen die Talmor zu bestehen. Sowohl Tullius wie auch Ricke erwarten dabei auch, dass es bald einen zweiten Krieg gegen den Altmeribund geben wird.
Und genau darauf wollen sie vorbereitet sein, wozu ein friedliches und geeintes Himmelsrand entscheidend wäre. In Skyrim hat nun jeder Spieler für sich die Möglichkeit, sich für eine Seite zu entscheiden und entweder den Sturmmänteln oder den Kaiserlichen beizutreten. Entscheidet man sich für die Rebellion, so wird man zum Feind von Tullius und Ricke, kämpft gegen die Kaiserlichen und erobert am Ende Einsamkeit. Dort finden dann beide, Tullius wie Ricke, den Tod im Kampf. Schließt man sich aber den Kaiserlichen an, so wird man von Legatin Ricke rekrutiert und kämpft an der Seite von ihr und General Tullius. Am Ende erobert man mit ihnen dann Windhelm und besiegt Ulfric Sturmmantel. In diesem Fall überleben auch beide den Bürgerkrieg. Legatin Ricke wird dann auch beauftragt, die neuen Jarl der eroberten Fürstentümer anzuleiten und zu unterstützen, da sie als Nord ein besseres Verständnis für Himmelsrand und seine Politik und Bewohner hat als Tullius. Damit zeigt sich auch erneut, wie wichtig die Rolle von Ricke in der Legion von Himmelsrand ist. Aber auch General Tullius verändert sich durch den Krieg in Himmelsrand. So sagt er nach der letzten Schlacht gegen Ulfric, dass er zwar nie die Nord wirklich verstehen wird, doch dass Himmelsrand das wahre und ehrliche Selbst eines Mannes hervorbringt. Insgesamt scheint er einen gewissen Respekt für die Nord und ihre Heimat entwickelt zu haben. Und schließlich hoffen beide, Ricke wie Tullius, dass sie die Rebellion rasch beenden können, sodass sie sich ihrem wahren Feind zuwenden können, dem Altmeribund und den Agenten der Talmor. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Elder Scrolls Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Elder Scrolls Lore.